Servus Leute und willkommen zurück zu einem lange eingeschlafenen Format, dem Battlefield Let's Show des neuen Add-ons, wie heißt es nochmal? Battlefield 3 Endgame, genau. Ich spiele hier auf Map X, ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt, weil ich es mit dem Ladebildschirm gerade nicht gemerkt habe. Wir spielen den Modus Capture the Flag, der ist neu dazugekommen mit diesem Add-on. Und ich würde sagen, den testen wir jetzt gerade mal aus. Ich habe gerade schon mal testweise ein bisschen gespielt, eine Runde. Und habe natürlich grandios verkackt, weil ich ewig nicht mehr gespielt habe. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, monatelang kein Battlefield mehr gespielt, weil ich einfach keine Lust hatte. Ist natürlich immer so motivationsabhängig, ne? Hier ist schon wieder... Alter, hier ist ein feindliches Motorrad. Das möchte schon wieder über die Straße hier zu uns. Das ist ein ziemliches Camperfest hier. Habe ich schon in der letzten Runde festgestellt. Sehr viel mit Snipern und allem drum und dran. Ist das Motorrad noch da oder ist der weg? Da ist doch gerade ein rotes Motorrad hergefahren. Where is it? Are you trolling me? Hallo, wo ist denn das? Ist da gerade ein Motorrad hergefahren? Bin ich jetzt blöd? Da ist gerade ein Motorrad explodiert. Das bin ich aber jetzt nicht blöd, oder? Hä? WTF? Ich bin confused. Naja, egal. Rennen wir mal in Richtung... Naja, 500 Meter. Na toll. Die Maps sind ein bisschen groß für zu Fuß vergehen. Das ist etwas suboptimal. Aber es geht jetzt nicht anders. Da ist tatsächlich ein Feind. Ich wusste es. Sorry, dass wir uns jetzt eigentlich null von der Stelle bewegen, aber ich muss den Feind kurz töten. Oder zumindest versuchen, ihn zu töten, wenn er noch da ist. Denn sonst werden wir hier nicht lange überleben, wenn dir die Flagge klaut. Wo ist denn der? Ist der tot? Lebt er noch? Hallo, Typ. I don't know. Wo ist denn der? Wird, denke ich, schon tot sein. Hoffe ich jetzt einfach mal. Weil sonst werden wir unsere Flagge bald verlieren. Und unsere Flagge muss auch in der Basis sein, damit wir die gegnerische überhaupt abgeben können. Jetzt müssten wir aber die gegnerische erstmal holen, versteht sich natürlich. Und da wir jetzt produktiv noch rein gar nichts geschafft haben in den 3 Minuten Aufnahme, würde ich mich jetzt mal ein bisschen vorkämpfen. Oder vor failen, besser gesagt. Oder vor sterben oder was auch immer. Irgendwas. Auf jeden Fall nichts Produktives. Da oben ist ein Gegner. Wie lange er da noch ist. Ich hoffe nicht lange. Wo ist der? Nein! Von der Seite natürlich auch noch einer. Das war so klar. Dammit. Den habe ich jetzt nicht gesehen. Wir spielen natürlich auch wieder im Hardcore-Mode. Ohne Markierungen und sonstigen drum und dran. Also wird es wahrscheinlich etwas lustiger werden. Ich bin auch in einem scheiß Squad hier, ne? Ich geh mal hier rein. Da habe ich wenigstens vielleicht ein paar mobile Spawn-Punkte. Hallo, Typ in der feindlichen Basis. Was geht? Holen wir uns mal die Flagge, meinst du? Oder auch nicht, weil hier lauter Typen sind. Das wäre natürlich jetzt super optimal, sich die Flagge zu krallen, wenn hier lauter Typen rumstehen. Da oben ist einer, oder? Ist hier ein Motorrad irgendwo in der Gegend, mit dem ich schnell flüchten kann? Ich glaube nämlich nicht, oder? Doch, Motorrad. Flagge! Ah, verdammt, damit. Jetzt wollte ich zum Motorrad und abhauen, aber das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich das wollte. Komm, Typ, schnapp dir die Flagge und hau ab. Hey! Flagge schnappen, du... Boah! Was ist denn das für einer? Schnapp dir die Flagge und verpiss dich hier. Und jetzt ab. Uah. Und schnell weg! Wird es was? Hilfe! Wird es was? Überlebt es das Motorrad? Ja, cool, Alter. U-Motorrad, yay! Yeah. Ich finde dich geil. Oh. Sniper. Dammit! Alter, ich habe das jetzt gar nicht gemerkt. Jetzt gedacht, was ist denn jetzt los? Hat mich der vom... Das ist der gleiche Typ wie gerade. Der hat mich jetzt vom Motorrad runtergeschossen. Ernsthaft? Serious? Was macht denn die Spawnbike hier oben, Alter? Da rennst du ja 3 Stunden. Oh. Hi. Luft. Die feindliche Flagge ist in unserer Reichweite. Das ist gut. Ich sehe es doch gerade. Und das war mein Verdienst, ja? Ich habe sie hier hingebracht. Ehrt mich bitte. Kann ich hier runterspringen, ohne hier zu sterben? Ja, yep. Mit Fallschirm geht's. Wo auch immer der einen unendlichen Vorrat an Fallschirmen hat. Ich hab den feindlichen Helikopter in eurem Bereich.
Da ist mein Motorrad. Nee, das war nicht mein Motorrad, aber fast. Hier ist gerade ein Typ rein. Das möchte ich gar nicht gerne sehen. Wo ist denn der hin? Da oben. Stirb. Dog 74. So, ich hatte gerade auch ein paar Probleme mit meinem Battlefield, weil ich komischerweise durch irgendeinen Punkbuster-Fehler gerade noch eine Minute spielen runtergeflogen bin von den Servern. Habe ich durfte ich kurz erstmal Punkbuster neu installieren, bevor überhaupt irgendwas ging. Natürlich. Ja, WTF. Das war natürlich auch sehr sinnvoll dann. Wir haben die feindliche Flagge gesichert, das ist gut. Und da oben kommt irgendwas runter. Oder war das jetzt ein Grafikfehler? Ich glaube nicht. Das ist zumindest einer unserer Panzer. Ja, das Motorrad feindlich ist. Haha, Gegner eliminiert. Geil. Du bekommst unsere Flagge nicht. Da ist aber keiner mehr drauf, oder? Nicht, dass der noch einen Verbündeten hat. Nö, ich glaube nicht. Ich glaube, der ist ziemlich tot. Da oben war auch gerade einer. Wir müssen natürlich auch parallel verteidigen, da natürlich die Gegner auch versuchen, unsere Flagge zu bekommen. Ist also ein bisschen so ein Hin und Her. Normalerweise sollte sich das Team auch ein bisschen taktisch aufspalten. In Angreifer und Verteidiger natürlich klappt das hier eher weniger. Weil wegen Baum und so. Es ist zwar mehr Teamplay vorhanden als zum Beispiel in Call of Duty, finde ich jetzt bei Battlefield, aber es ist natürlich auch hier beschränkt sehr. Weil sich natürlich niemand untereinander abspricht und jeder trotzdem wieder für sich spielt. Das kennt ja hier auch keiner irgendwen. Da würde ich auch, ich bin ja auch so nicht der Teamspeak-Typ. Und da würde ich das, ja. Bin ich auch nicht so begeistert von, mit irgendwelchen Fremden in irgendwelchen Teamspeaks rumzugammeln. Deswegen bin ich auch selten irgendwo auf fremden Servern und sonstiges. Nur wenn es nötig ist und wenn ich eingeladen werde. Und wenn es halt irgendwie einen Grund gibt dafür. Sonst mache ich das eigentlich nicht. Dammit! Lebt er noch? Jetzt nicht mehr. Mass Murderer. Ja, für einen Mass Murderer killst du aber ganz schön wenig. Ein Kill und drei, sechs Tode. Ich habe drei Kills und drei Tode. Wer ist jetzt hier der Massenmörder, hä? Relativ gesehen. Da kommt schon wieder Motorrad drauf. Ja, WTF. Die versuchen es auch ständig wieder hier, ne? Aber wir haben ja unsere Defense Line. Ich schaue jetzt, dass ich nach vorne... wir haben die feindliche Flagge, die verteidige ich jetzt mal ein bisschen mit. Ach, die ist ein Panzer. Okay, ich glaube, der kann sich selbst verteidigen. So mehr oder weniger. Hier ist... Oh, die jagen den. Hallo, Dirtbag. Hallo, toter Typ. Und hallo, Sniper, der da auf dem Berg ist. Ich habe dich gesehen. Ich werde dich ignorieren. Nein, die feindliche Flagge wird zurückgeholt. Nein! Schieß mal einfach mal... Damn it. Alter, wie, die hat mich jetzt schon dreimal von meinen vier Toten bisher gekillt, oder? Der Typ. Das ist ja echter Wahnsinn. Ich bin gar nicht mal so schlecht für das, dass ich monatelang nicht gespielt habe. Kann natürlich auch durchaus sein, dass die ganzen anderen Spiele einfach Noobs sind. Das ist durchaus im Rahmen des Möglichen. Warum ist unser Typ schon wieder in der Nähe der feindlichen Base? Macht aber rein gar nichts. Ich hol mir jetzt... Willst du mit? Ja. Ich hol mir jetzt die feindliche Flagge. Zumindest versuche ich's. Hallo, feindlicher Panzer. I've seen you. Oh, dammit. Ja, toll. So, Luft-Boden-Rakete. Was will ich eigentlich mit der? Ich will den Panzer aufschalten da hinten. Der so rumsteht. Oh. WTF. Kommt jetzt dieses Ding her. Hallo, Panzer. Nicht das Motorrad aufschalten. Wo ist der Panzer? Ich sehe den nicht. Der Panzer hin. Schnapp mir jetzt die feindliche Flagge mit meinem Panzerchen. Habe ich die feindliche Flagge? Nö, da ist noch ein Feind, oder? Da ist noch irgendwo ein Feind, wahrscheinlich ein Panzer. Der hier, glaube ich, nicht kaputt ist, oder? Bin mir gerade nicht sicher, ob der tot ist oder nicht. Es sieht so aus, als wäre er weg. Ah! Einer von unseren Typen hat die Feindliche... mit dem Heli! Ach, geil. Da vorne ist ein Dirtbike. Ich komme hier nicht mehr effektiv raus, oder? Aber das geht. Das hat noch geklappt. Alter, es gibt mal Gas, lieber Abrams. Du hast ja kein... Alter, was ist denn der so lahmarschig hier? Das ist ein Panzer, Alter. Der darf nicht... Hey! What do you do, though? Up there. Wir haben übrigens die Flag gesaved. Und ich versuche jetzt mal die Typen hier oben auszuschalten. Wenn der Panzer mal hier sich bewegen würde.
Alter. Wie viele Dirtbikes hier rumfahren? Metals. Ihr wisst aber, dass hier ein Panzer steht, der auf euch schießt, oder? Oh, dammit. Hi. Ich glaube, der hat mich nicht gesehen. Glaube ich irgendwie so. Ich fahre jetzt mal wieder hier runter. Einfach weil ich gerade nicht sehr große Chancen drin sehe, diesen Panzer, diesen Typen da oben zu zerstören, ist eh nur ein Sniper. Oder? Sekunde. Ich muss da mal genau zielen. Na, hat nicht getroffen, scheiße. Jetzt wollte ich den Baum treffen, vielleicht wäre die Granate explodiert. Hat aber nicht so ganz funktioniert. Und da ist schon wieder uns die feindliche Flagge. Ich glaube, der kommt gerade ganz gut alleine zurecht. Wo ist denn der Typ hier? Da unten sind Typen. Da ist einer. Dammit. Ich hätte... Nein! Du gehst hier nicht weg. Da unten ist er. Hallo? Wo ist der? Ich fahr mal weg. Ist mir zu riskant hier gerade. Rückwärtsgang. Piep, piep, piep. Der piepst schon so praktisch. Ich fahr jetzt mal hier rüber. Nein, unsere Flagge. Nein! I'm coming, Flag. Ich hol dich zurück. Der Panzer ist zu langsam für ein Dirtbike, ne? Oh, dammit. Daneben. Oh, ich bin tot. Weg, 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 weg. Tank, 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 Tank. Typ, Typ, Typ. Oh. Ah, überfordert. Nein. Ja, WTF. Bin etwas überfordert gerade. Oh, das ist der feindliche Tank. War aber doch gerade noch ein Typ. Ich war's nicht. I'm just here to look pretty. Nicht mal das kann ich gut. Und den Witz habe ich auch schon 3000 Mal gebracht. Das ist doch nicht mal ein Witz, das ist ja nur ein scheiß Spruch. Alter. Oh, sogar getroffen, cool. So mehr oder weniger zumindest. Oh, dammit. Ich glaube, der will was von mir. Jupp. Ich glaube, das hat mich gerade bestätigt. Ich glaube, da war ich gerade sowieso ein Typ raufgekommen, der mich getötet hätte. Das wäre natürlich jetzt mehr oder weniger suboptimal. Ich sehe in der Ansicht also nicht, wie viele Punkte wir haben. Okay, wir haben 3, die Russen haben 0. Das gefällt mir. Wo sind denn unsere Spawnbacken? Die andere ist immer noch hier am Arsch der Welt. Warum auch immer die hier sein sollte. Und unsere Flagge ist hier in der feindlichen Basis. Das mag mir nicht gefallen. Deswegen schaue ich jetzt mal, dass ich da hinkomme und die zurückholen kann. Wir müssen nur eine Zeit daneben stehen. Dann wird die Flagge automatisch hierhin zurück teleportiert und wir können den Punkt machen. Allerdings müssen wir natürlich erstmal in die feindliche Basis kommen und lange genug neben der Flagge stehen bleiben, dass da irgendwas Produktives rauskommt dabei. Das ist auch so eine Sache. Ich schaue mal, ob ich jetzt hier irgendwo weiterkomme. Hier war gerade noch ein Motorrad. Ist das jetzt explodiert? Ja, ich glaube schon. Wer schießt hier? Und auf wen? Oh! Wir haben gewonnen. Cool. Wie geil. Okay, das war die erste Runde. Wie heißt jetzt wieder Capture the Flag auf irgendeiner Map, die oben im Titel steht? Ich hab's jetzt vergessen, wie sie heißt. Und ich würde sagen, dann geht's hier für mich, mache ich mal Schluss für die Folge. Und man sieht sich dann in der nächsten Map, im nächsten Modus oder was auch immer. Und bis dahin würde ich mal sagen, ja. Bis dann und Servus.